Die Polen werden keine weiteren Waffen an die Ukraine liefern. Das ist nicht das, was ich euch sage. Das ist eine Aussage, die vom höchsten Regierungschef Morawiecki kommt. Und der Grund dafür seien, ich habe es aufgeschrieben, inakzeptable Äußerungen. Ich möchte diese Reaktion gar nicht bewerten, aber ich möchte sagen, dass sie verständlich ist. Wenn wir uns angucken, welches Interview ein Melnik geführt hat, in der er Bandera verehrt hat, dann ist es eine Sache, wo wir sagen müssen, dass das ein Seitenhieb, ein Schlag ins Gesicht für jeden Polen sein muss. Jemand, der dem eigenen Volk so ein Unrecht angetan hat, dass er von den Ukrainern verehrt wird. Das sind Dinge, die wir medial nicht aufgreifen wollten. Es war wichtiger, sich gegen Russland zu stellen. Aber das Maß scheint voll zu sein. Und ich weiß nicht, ob ihr die Begründung gehört habt. In den polnischen Medien ist sie sehr, sehr häufig zu hören. Es geht darum, dass Selenskyj wohl gesagt hat, dass Polen Putin unterstütze. Eine Beleidigung, ein Angriff, der in Deutschland wohl fruchten könnte. Erinnern wir uns daran, dass ein Habeck etc., dass der manchen Leuten, die andere Meinungen hatten, dass er ihm vorgeworfen hat, russische Spione zu sein, dass er diese dann hat vom Verfassungsschutz beschatten lassen. Aber in Polen funktioniert das nicht so. Das ist sowieso eine Schande, die ich finde, wie wir uns hier Dinge gefallen lassen. Weil es mag Beleidigungen geben, die wir einfach akzeptieren. Hat das nicht Melnik gesagt, dass Scholz eine beleidigte Leberwurst sei? Steinmeier wurde ausgeladen. Warum? Weil er nichts zu entscheiden habe. Man möchte die Leute, die nach Kiew kommen, die müssen auch in der Lage sein, ihnen irgendwas zu bieten. Das akzeptieren wir. Und das, was ich immer denke, wenn wir uns all das anhören, wenn wir die Kritik dann hören von ukrainischen Diplomaten, Leuten, die Beziehung aufbauen sollten, habe ich das Gefühl, dass der Deutsche masochistisch ist. Dass er das Gefühl hat, dass er das verdient. Dass man ihn mit Füßen tritt und dass er trotzdem gibt. Er muss das machen. Aber in anderen Ländern ist das durchaus nicht bewusst. Darauf möchte ich eingehen auf das, was ich im gestrigen Video gesagt habe. Hugo Egan Bahr hat das gesagt. Er hat gesagt, sobald ein Politiker anfängt, über Werte zu schwadronieren, soll man den Raum verlassen. Weil das, was er eigentlich machen sollte, ist, seine Interessen zu benennen. Und jedes normale Land macht das. Jedes normale Land hat Interessen. Die Polen, die mögen helfen. Aber das, was ich immer sage, ist das, was wir ehrlich dabei sehen müssen, es muss einen Grund dafür geben. Es muss eine wirkliche Angst geben vor den Russen, die die Polen haben. Das ist der Hauptgrund, warum sie aufrüsten. Das ist der Hauptgrund, warum sie die Ukrainer vorschicken in einen Krieg. Es ist der Hauptgrund, warum sie dann ein Land mit Waffen ausrüsten, das im Grunde genommen die eigene Bevölkerung dezimiert. Und das, was ich immer sage, ist, dass ich gar nicht gegen die Ukrainer bin, wenn ich sage, dass dieser Krieg nicht stattfinden darf. Ich sage, dass die Ukrainer im Grunde genommen die Bauern sind, die auf dem Spielfeld geopfert werden. Ihr mögt das Gefühl haben, dass ich dabei dumm bin, whatever. Aber nochmal, jedes Land handelt aus Interessen. Polen zeigt das, denn es will nicht, dass die eigene Wirtschaft gecrashed wird. Es will nicht, dass die eigenen Bauern arm werden durch im Grunde genommen billiges Getreide aus der Ukraine. Ein Land, das einfach versucht, einen Krieg aufrechtzuerhalten auf im Notfall Kosten der Bevölkerung. Und die Polen sagen, Moment, es wird da eingegriffen, es wird ein Exportverbot geben, ein Importverbot. Aber das werden wir nicht akzeptieren, unsere Bevölkerung zuerst. Das Hauptproblem hierbei ist die Kommunikation in den deutschen Medien, weil wir könnten bedenken, dass das Ganze normal ist. Aber das ist es nicht. Es ist nicht normal, wenn ihr keine eigenen Interessen habt. Wenn eine Baerbock nach Amerika geht und China einen Diktator nennt, dann ist das alles andere als diplomatisch, ist alles andere als klug, weil China droht uns, nochmal einer unserer größten Ex- und Importpartner, der droht uns Konsequenzen. Die werden sich auf Dauer unabhängig von uns machen. Und ich habe mir verschiedenste Prognosen angehört dazu, was ein Krieg irgendwo bedeuten könnte. Ein Krieg im Iran beispielsweise würde dazu sorgen, noch vor der Ukraine-Krise, dass der Ölpreis auf über 5 Euro steigt. Ein Krieg in China wäre für uns kaum zu überleben. Ein absoluter Boykott Chinas hätte für Europa, nicht nur für Deutschland, fatale Konsequenzen. Das heißt, die Frage, die ich mir stelle, wieso geht eine Baerbock ins amerikanische Fernsehen? Bei all den Problemen, die dort sind, bei all den Diktatoren, die offen benannt sind. Russland arbeitet offen zusammen mit Nordkorea. Russland arbeitet offen zusammen mit dem Iran. Und man benennt China als Diktator. Man stellt China an den Pranger. Das sind keine eigenen Interessen, das ist das, was der Deutsche macht. Und die Polen akzeptieren das nicht. Die Polen sagen, Moment, hier ist Stopp. Und da habe ich gesehen, dass unsere Medien das relativieren. Onet.pl hat geschrieben, dass Polen selber keine Waffen habe. Und das wird in unseren Medien abgedruckt, in der Tagesschau. Ich sage, Moment, warte mal, ist das wirklich das, was wir jetzt drucken wollen bei unserer Propaganda? Das heißt, Moment, wartet mal, eines der stärksten Militärmächte. War es nicht so, dass wir am Anfang behauptet haben, dass Polen alleine die Russen besiegen könnte? Die haben keine Waffen mehr?
Und Russland rüstet auf und jetzt will man deswegen die Unterstützung entziehen, weil faktisch ein Land, das nur mit Schaufeln und Spaten kämpft, die Polen jetzt outperformed hat, was Munition angeht, sei es das. Oder was haben wir noch gelesen in den Medien? Auch in dem gleichen Artikel wurde gesagt, der Morawiecki, der meinte das gar nicht so. Der will die Sachen weitergeben. Wir haben den nur missverstanden. Aber egal wie das eigentlich Schlimme hieran ist wieder die deutsche Reaktion. Der deutsche Graf Dracula, der Verteidigungsindustrie, Strack-Zimmermann, hat nämlich direkt Konsequenzen angedrückt. Wir haben Patriot-Systeme. Die haben wir in Polen stationiert. Wenn Polen sich jetzt weigert, dann werden wir diese drei Patriot-Systeme in die Ukraine liefern. Und wir werden in Anführungszeichen die Grenzen mit Polen brechen. Merkt ihr, was hier gerade passiert? Erstmal ist es lächerlich, dass wir überhaupt über drei Patriot-Systeme sprechen. Drei. Wie viele Jets wollen wir überhaupt abschießen damit? Was ist unsere Konsequenz? Wissen wir überhaupt, welche Quantität Russland an Waffen hat, dass wir überhaupt sagen, dass das irgendeinen Einfluss hat? Aber wir wagen es von einer Strack-Zimmermann öffentlich im Fernsehen, jetzt sich gegen Polen zu stellen. Nochmal, war das nicht ein Fakt, den wir benannt haben, wie toll das ist, dass wir so stark zusammenhalten, dass es keine Uneinigkeit gibt? Ich habe gesagt, wartet. Im Verlauf der Zeit, es wird Uneinigkeit herrschen aus einem Grund, weil die Armut steigen wird, weil Krieg teuer ist, weil die Menschen ausgehen. Mal gucken, was dann passiert. Und jetzt seht ihr das. Und nochmal, ich will nicht sagen, dass all das, was hier passiert, gut ist. Aber ich will euch sagen, dass das Dinge sind, die wir bedenken sollten. Wir haben Diplomaten. Eine Baerbock. Die kann nicht alles sagen. Und das, was die Ukrainer gemacht haben. Die Ukrainer haben damals den polnischen Botschafter einberufen und haben den Rechenschaft ablegen lassen. Hier, warum macht ihr das? Der Getreidedeal. Der wurde da einberufen. Das heißt, ihr habt im Grunde genommen, habt ihr die Hand geschlagen, die euch füttert. Und jetzt haben die Polen den Spieß umgedreht. Die haben gesagt, Moment, jetzt laden wir mal euren ukrainischen Botschafter her und es gibt keine Waffen mehr. Was macht ihr jetzt? Und das ist die letzte Karte, die gespielt werden sollte. Das ist die Sache, die ich dann sage. Was wird ein Zelensky sagen, wenn das nächste Land mitzieht? Wenn irgendjemand nicht mehr so blöd ist wie Deutschland und einfach alles liefert ohne irgendeinen Gedanken der Wiedergutmachung? Ich bin gespannt, was da passiert, aber das ist die Situation, in der wir gerade sind.